Verwaltung braucht Zeit. Kann man Abläufe beschleunigen, indem man die Verwaltung in den Prozess direkt mit einbezieht? Wenn ja, wie? Und gibt es eventuell digitale Tools, die dabei helfen würden? Wenn ihr ein digitales Beteiligungsprojekt plant, dann geht am besten in die Verwaltung rein und fragt die Leute, von denen ihr das Gefühl habt, das sind sowieso diejenigen, denen wir dann anschließend unsere Ergebnisse übergeben werden. Geht zu denen hin, sagt denen, was ihr vorhabt gemeinsam mit dem Jugendlichen und fragt die, ob die nicht Lust hätten, wenn ihr beispielsweise eine Beteiligungsplattform benutzt, online mitzumoderieren. Oder ob die nicht Lust hätten, auf ein Jugendhearing zu kommen, wenn ihr das plant. Das hat die Vorteile, dass die Leute in der Verwaltung sehen, welche Themen die Jugendlichen haben und welche Vorschläge die haben werden. Und die können sofort Eingaben machen und vor allen Dingen Fragen stellen. Also ihr bietet den Leuten in der Verwaltung durch den Einbezug von ihnen in den Prozess die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. Wichtig ist auch, dass ihr das, was aus der Verwaltung zurückgemeldet wird über den Umsetzungsprozess, so an die Jugendlichen übersetzt, dass sie eine Chance haben, gut zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Ämter prüfen, das Liegenschaftsamt und das Grünflächenamt, darüber, ob irgendwo eine Grillhütte gebaut werden kann, dann erklärt denen ruhig, was macht eigentlich das Liegenschaftsamt. Übersetzt es so an die Jugendlichen, dass die gut verstehen, was gerade in der Verwaltung passiert und was mit ihrem Vorschlag passiert. Ihr werdet sehen, das lohnt sich total, das macht viele Aha-Effekte und es ist auch oft gar nicht so uninteressant für die Jugendlichen. Definitiv sollten irgendwie alle immer in dem Prozess beteiligt sein. Es braucht grundsätzlich einen transparenten Prozess, dass alle Beteiligten die einzelnen Schritte nachvollziehen können. Das heißt auch, dass eben mögliche Treffen vielleicht auch mal nur unter den Jugendlichen zeitlich auch nicht zu weit auseinander liegen sollten, damit man die Jugendlichen eben nicht verliert, weil die haben auch noch ihre eigene Lebenswelt. Ja, auch Verwaltung und auch die Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerinnen sollten definitiv mit in den Prozess eingebunden werden. Denn wenn zum einen die Jugendlichen mit ihren Ideen und Forderungen ernst genommen werden sollen, dann sollten aus meiner Sicht auch die Jugendlichen die Erwachsenen mit einbeziehen und die Erwachsenen ernst nehmen. Am wichtigsten ist, dass Rückmeldungen vor allem ehrlich sind, denn wenn bestimmte abgesprochene Ziele doch nicht erreicht werden können oder wenn sich bestimmte Sachen verzögern, dann sollte das bei einem Gespräch transparent gemacht werden. Dann fühlen sich auch alle Beteiligten ernst genommen.